Oh, das ist eine gemeine. Wenn ich mich jetzt hier blamiere, blamiere ich mich wirklich. Also wenn das nicht stimmt, dann gehe ich gerade. Hallo miteinander, mein Name ist Marco Fritsche und normalerweise sage ich Bauerlady gesucht. Hallo und seid willkommen. Ich bin hier im Studio von der Schweiz Illustrierten und die haben gefunden, nach 14 Jahren, als ich das moderiere, wenn sie in einem Landwirtschafts- oder Bauernquiz herausfinden, was da bei mir, wenn überhaupt, hängen geblieben ist. Das ist das Päckchen an Fragen. Ich habe noch keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Wir können jetzt machen. Da, 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 da. Da! Wie viele Bauernbetriebe gibt es in der Schweiz? A. 51'000 B. 62'000 D. 63'000 Ich habe die Zahlen mal nachgeschaut. Das ist aber schon eine Weile her. Ich bin schon ein bisschen älter, das heisst, ich habe es wieder vergessen. Ich glaube im Fall, weil es wieder eine Schrumpfung geht und eine Reduzierung in den letzten Jahren, sind es 51'000. Yeah! Erster Punkt für die Fritsche! Bam, bam, bam. Okay, und hopp. Wie viele Tage würde es dauern, um alle Folgen von Bauernlady gesucht zu schauen, die online verfügbar sind? Tipp, es sind 13 Staffeln online. 7 Tage, Antwort A. 11 Tage, Antwort B. Und 15 Tage, Antwort C. Wenn ich gut wäre im Rechnen, könnt ihr jetzt ausrechnen, wie viele Folgen hat im Schnitt eine Staffel? Da ich aber schlecht bin beim Rechnen, rate ich einfach. Ich würde sagen 15 Tage. Yeah! Siehst du, wer kein Hirn hat, muss gut können röteln. Gut. Wenn man pro Tag einen Apfel isst, wie viele Jahre bräuchte man, um alle Sorten zu essen? Antwortmöglichkeit E, 51 Jahre. Antwortmöglichkeit B, 82 Jahre. Antwortmöglichkeit C, 34 Jahre. Pro Tag einen Apfel. Wie viel rein, um alle Sorten zu essen? 365. 365, 60'000. 51 Jahre. 51 Jahre. Oh, sag bitte, das stimmt. Nein! 34. 82. Okay. Exzellent. Der Fritsche kann schwätzen, aber leider nicht rechnen. Kein Hirn, aber ganz viel Mundtätigkeit. Sorry dafür. Wie nennt man getrocknetes Gras? Getrocknetes Gras ist Heu. Antwortmöglichkeit B. Stroh. Antwortmöglichkeit C. Silage. Getrocknetes Gras ist Heu. Natürlich. Stroh ist vom Drechsle, also irgendwie auf dem Korn-Ding, so, einfach der Helm. Und Silage ist, wenn man es feucht einnimmt und dann in Silo tut. Früher musste ich als Kind noch so Silo, das ist hure verpappt. Darum habe ich wahrscheinlich auch so eine schlechte Körperhaltung, einen Rückenschaden wegen dem Silo. Welche Mähdrescher-Marke gibt es nicht? Valtra, B. Deutz, C. Wendt. Ich würde wieder sagen, Antwort A, Valtra. Geht's nicht. Ist falsch. Wie viele Bauerlady gesucht Babys gibt es mittlerweile? Also das ist ja wohl ein Geschenk. Hä? Antwortmöglichkeit A, 28, B, 31, C, 34. Lasst jetzt euch die noch ein raten. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Habe ich gerade letztens gesagt, beim 28. Baby von Rolf und Greta, einem Florin Uli, er ist unser 28. und neueste Baby im September auf die Welt gekommen. Lieber Gruß. Oh. Wie viele Schweizer Ziegenrassen gibt es? Antwort A, 8, B, 10. Oder Antwort C, 14. Ich habe mal Miss Geiss Show in Wattwil gemeldet. Mhm. Ja, das ganze herzige gesehene Tracht. Also es ist nicht, ob sie eine Chance hatte an der Miss Schweiz Wahlen, die es damals noch geht, die ich da gemacht habe, weil es schon ewig her. Aber Miss Geiss Show ist es gesehen. Ich sage einfach 8. 10. Ja. Konzentration lässt nach. He? Wie viele Liter Milch gibt eine Milchkuh täglich? A. 10 bis 12 Liter. B. 15 bis 18 Liter. C. 20 bis 25 Liter. Ich glaube, im Mittelalter wäre es noch anders gewesen, vielleicht sogar vor 150 Jahren. Heute schätze ich 20 bis 25 Liter. Yes! Welcher Kanton hat die meisten Bauernbetriebe? Das ist wieder tricky. Antwortmöglichkeit A, Luzern. Antwortmöglichkeit B, Bern. Antwortmöglichkeit C, Thurgau. Ich würde im Fall sagen, der Kanton Bern. Yes!
Bern und Luzern bin ich nicht sicher gewesen, aber von der Kantonsgrösse ist Bern, also Bern, gar nicht so schlecht gelaufen, wie es hätte können laufen. Ich bin überrascht und froh, die Fragen waren relativ gnädig gewesen. Und hätte ich nicht multiple-choice-mäßig immer drei Antwortmöglichkeiten gehabt, hätte ich mich vielleicht doch ein bisschen blamieren. Aber so muss ich sagen, schön ist vorbei, aber schön ist gesehen.